Hallo und willkommen zurück. Ja, zur Vierschanzentournee kann man sagen. Wir sind quasi noch mittendrin, für mich dieselbe Aufnahme. Quiz wollen wir wieder mitmachen. Welche Linie versucht ein Skirennfahrer zu finden? Die Ideallinie. Im Idealfall. Wie heißt die Skiflugschanze in Planica? Helikopter, Öltanker, Pelikanker, Velikanker. Och, nee, das weiß ich nicht. Ja, das Helikopter nicht, Öltanker nicht, Pelikanker, Veli. War jetzt das Einzige, was Sinn gegeben hat. Außerdem habe ich das Gefühl, ich habe es schon mal gehört. Wie lautet der geologische Fachbegriff für witterungsbedingte Boden- und Gesteinsabtragung? Erosion. So viele Eros. Welches ist die einzige deutsche Stadt, in der bisher Olympische Winterspiele ausgetragen wurden? München hatte die Sommerspiele 72, oder? Garmisch-Partenkirchen? München? Nee, München, oder? Es war München. Ah, fuck, neue Frage. Wie viele Sprünge muss ein Buckelpistfahrer im Freestyle in seine Fahrt einbauen? 2. Sorry, eben mit Olympia war ich gerade komplett daneben. Welches Land hat noch nie olympisches Eishockey-Gold gewonnen? Kanada auf jeden Fall. Japan kann ich mir nicht vorstellen. Unter welchem Namen ist der US-Rapper Curtis Jackson bekannt? Mr. Moneypenny finde ich schön. Wer bestieg als erster den Mount Everest? Edward Hillary. Was schaffte der Österreicher Toni Innauer bei den Olympischen Winterspielen von Innsbruck 76 als erster Skispringer überhaupt? Er stand einen Sprung ohne Ski, er zeigte im Sprung einen doppelten Rittberger, sprang über 230 Meter weit. Bei den Olympischen Winterspielen nicht, er erhielt 5-mal die Höchstnote 20. Naja, 230 Meter bei Olympia wird doch bestimmt kein Skifliegen gemacht. Hatten wir ja vorhin, ist ja nicht mal olympisch. Welcher Schweizer Skistar gewann zwischen 80 und 90 viermal den Gesamtweltcup? Also Küchnich, Bruno Kernen, Zurbriggen, oh, ich weiß es echt nicht. Dann muss es der Zurbriggen sein. Das war auch ein bisschen vor meiner Zeit, aber den habe ich noch mitbekommen. Geld mitnehmen oder finale Frage? Komm, Geld, scheiß drauf. Wie viele Spieler standen sich in der Entstehungszeit des Eishockeys Anfang des 19. Jahrhunderts gegenüber? Boah. 200 oder 50 ist eigentlich unrealistisch. Was? 200 pro Mannschaft. Okay. Ja. Muss man sich wahrscheinlich ganz anders vorstellen, als das heute der Fall ist. Ja, so wie die Frage schon gestellt war, musste man endlich schon an sowas denken. Aber was soll's. Ist ja wie gesagt nicht wichtig, wir machen das ja nur, um ein bisschen Quiz zu haben, ein bisschen Abwechslung. Wir sind ja wieder relativ weit gekommen, bis auf die Olympia. Olympiastadion in München ist 72 gebaut worden, oder? Aber das waren doch die Sommerspiele in München. Warte mal, waren das die Sommerspiele? Ich stehe gerade vollkommen neben mir. Darum merkt man auch, dass ich echt müde bin. So, Janne Jirkow möchte mit uns wetten. Wir möchten aber lieber wachsen. Und wer die letzte Folge nicht gesehen hat, Schande über euch. Aber wir sind mit Peter Priots aufs Podium gesprungen. Platz 2 bei der Vierschanzentournee. Und alle anderen haben wir ja eigentlich ganz dicht am Podium. Ganz dicht am Podium platziert. Deswegen, warum soll das nicht wieder klappen? Windbedingungen sind wieder ordentlich. Leichter Rückenwind. Noriaki Kasai als 17. muss ich qualifizieren. Ich mache eine Sicherheitslandung. Nein, Quatsch. Den Satz bringe ich nicht nochmal. So. Jetzt mal wieder an die Schanze gewöhnen. Garmisch-Partenkirchen, ja die wunderschönste Schanze überhaupt. Ach, herrlich. Da geht einem das Herz auf. Trotzdem mal eine kleinere Sicherheitslandung gemacht mit 100% Wachsmischung. Kriegen wir das schon hin? Haltungsnoten sind jetzt lustigerweise auch besser. Mit den stumpfen Skiern komme ich nicht so richtig weit. Da hinten fliegen sie wieder ins Fantasieland. Das werde ich jetzt auch in jeder Folge erwähnen. So, 100 Meter ist doch tipptopp. 92,5. Damit sind wir sogar vor Janne Ahonen erstmal und der Sprung war nicht perfekt. Ja, wir würden gerne die Qualifikation machen. Damit wir nicht die Top-Gegner bekommen, weil wir wissen nie, was da auf uns zukommt. So, Peter Priots, der Zweite. Und da waren wir im zweiten Durchgang verdammt gut. Also da waren wir sogar der Stärkste, glaube ich. So, trotzdem Konzentration hochhalten, nicht zu euphorisch werden. Hier muss jeder Sprung sitzen. Ein kleiner Fehler und wir sind raus aus der Gesamtwertung.
96,1 die Führung für Peter Preutz. Das steht auf jeden Fall außer Frage. Wie gesagt, dieses Skistadion ist so hässlich. Es macht mich so depressiv. Also, gibt Schlimmeres, aber gibt auch Schöneres. So, Stefan Kraft ein bisschen enttäuschend beim letzten Springen. Dafür, dass er eigentlich unser bester Mann ist. Ja, war hier auch wieder kürzer. Man musste auch ein bisschen korrigieren in der Luft hin und her. 100 Meter exakt. Gute Haltungsnoten, aber 91,5. Er feiert sich auf jeden Fall. Haben wir alle Richtung Top 10, denke ich mal, platziert. Waren jetzt alles keine Traumsprünge, aber es war auch nur die Quali. Wir haben an die Schanze mal gewöhnt, an den Schanzentisch vor allem. Und ja, hier wird es schwieriger. Sieht man schon, Sven Hannawald nimmt uns da schon einfach mal aus dem Stand quasi 15 Punkte ab. Aber Peter Preutz wieder auf Platz 3. Ist ja unglaublich. Carsten Deutscher. Oh, der ist Deutscher. Hätte ich nicht mitgerechnet. Martin Schmidt, 93 Punkte, 97, 108. Hideo Miyagi hat ordentlich einen rausgeknödelt. Stefan Kraft nur 21. in der Qualifikation. So, jetzt Konzentration. Erster Durchgang, Garmisch-Partenkirchen. War ordentlich, aber perfekter Absprung. Wieder so ein bisschen zur Seite verdreht oben. Haltungsnoten gut, 102,7 Punkte. Ja, ist ein guter Sprung. Also ein guter Sprung gewesen, aber wir verlieren ein bisschen was. Ja, da ärgert er sich auch zurecht. Da war noch mehr drin, würde ich mal sagen. Ja, auch Sigurd Pettersen springt dort weiter. Ja, da verliert Stefan Kraft ein bisschen was. Allein da jetzt schon 5,5 Punkte. So, Noriaki, komm, die 108 Punkte sind drin. Ein bisschen weniger Korrekturen in der Luft und wir können dorthin kommen. Der Wind weht ja eigentlich kaum. Der war besser. Der war besser, würde sagen so 105 Punkte circa. Müsste der rauslaufen. 103 nur, okay. Okay, naja, es wird schwierig. Mit 100% Wachsmischung ist natürlich auch noch nicht alles gewonnen. Wenn wir da an unsere Springer zurückdenken, in der ersten Saison haben wir zwar gleich die Vier-Schanzentournee gewonnen mit Severin Freund und Konsorten. Balance bei der Landung nicht so gut. Aber 103,3. Ja, auch, ach, Primož Peterka, 105,4. Das war der Sieger von Oberstdorf. Adam Morlisch springt in Führung, 108,5. Ui, Andi Witthölzl 115. Und jetzt kommt Peter Preutz, unser Mann für die Gesamtwertung. Also 105 Punkte hatte Primož Peterka. Oh. Etwas, die Absprungkraft war nicht perfekt. 107,5. Gute Haltungsnoten, 104,5. Verdammt, da war noch mehr drin. Aber das ist so der Radius, in dem wir ganz gut reinspringen können. So 105 Punkte. Wir werden heute auf jeden Fall Punkte verlieren. Das kann man nach dem ersten Durchgang schon mal sagen. Mehr ist nämlich nicht drin. Absprungkraft war natürlich kacke. 74,7 ist miserabel, gerade für uns. Wir haben es im Flug gerettet. Ansonsten wäre da noch weniger rausgekommen. Sven Hannawald, 123,9. Ja, das ist jetzt ein kleiner Rückschlag. Die Abstände sind zwar nicht immens, aber die Punktabstände sind schon relativ groß. 9, 10 und 11. Ja, da müssen wir im zweiten Durchgang was machen. 234,7. Also hier hat die Konkurrenz wirklich ein paar Ausreißer nach oben dabei. Da müssen wir jetzt 130 Punkte holen. Um Gottes Willen, das schaffen wir ja nie. Also 120 Punkte würde ich jetzt mal als Ziel ausgeben. Boah, im letzten Moment gelandet. Im allerletzten Moment. 113,4, naja. Das wird nur zu Platz 3 reichen, würde ich mal sagen. Da war aber auch wieder die Absprungkraft nicht so richtig gut. Deutlich 18 Punkte hinter Janne Ahon. Da haben wir keine Chance. Also Janne Ahon werden wir mit keinem unserer Springer holen.
So weit können wir gar nicht springen. Aber die Sprünge waren jetzt auch alle nicht mehr perfekt. Schon wieder. Und die Landung verwackelt. Mist. 114,5, keine guten Haltungsnoten, nur 114 Punkte. Unser Waterloo in Garmisch, nachdem es in Oberstdorf so gut losgegangen ist. Aber in der Gesamtwertung ist ja noch alles drin. Wir können auch wieder zurückschlagen. Kasai auf Platz 3 jetzt momentan. Peter Priots kommt jetzt auch direkt. Ja, Liebe. So, jetzt aber mal den Absprung richtig treffen. Das ist ganz wichtig. Komm schon. Jawohl, also besser geht's nicht. 116,5, 20 einmal, nur die 18,5 vom Tschechen, 120,2 Punkte, jawohl. Peter Priots bleibt im Rennen auf jeden Fall um eine gute Platzierung. Er verliert zwar viel auf einige Springer, die heute einen verdammt guten Tag haben, aber ja, Ballast bei der Landung, aber ansonsten war der richtig gut. Springt sogar auf Platz 2 vorbei an Björn Einarumören. Primož Peterka springt hinter ihn, sogar 6 Punkte verliert er. Markus Holzer springt vorbei. Müde. Na, immer noch Dritter. Da sind einige, die zurückfallen. Da, uiuiui, Anton Wildbach. Jetzt schauen wir uns nochmal Sven Hannawald an. Hat eine Wachseinstellung von 99% nur. Mal schauen, ob er sich den Sieg holt beim Neujahrsspringen. Der einzige Springer, der bislang alle 4 Tourneespringen gewonnen hat. Sieht gut aus in der Luft. Die Laune ist auch prima in der Luft. Boah. 126,5 und dreimal die 20, 140,7. Irre. Der holt 40 Punkte auf Peter Priots raus. Stefan Kraft nur 13. Kasai nur 12. Krasser Scheiß. Okay, schauen wir mal. 14, 15, 17. Haben wir uns trotzdem verbessert. Alles, es ist schon ein großer Abstand zu Platz 15. Wir arbeiten uns langsam so ein bisschen vor. Vier-Schanzentournee, Peter Priots vom Podium gefallen, aber es sind nur 5 Punkte auf Platz 1. Nur 5 Punkte, also Peter Priots ist da mittendrin statt nur dabei. Kasai und Kraft leider schon so ein bisschen hinten dran, rund 20 Punkte. Sven Hannawald hat im ersten Springen verdammt viel verloren. Nur 2., obwohl er hier mit 40 Punkten Vorsprung auf uns quasi gewinnt. Schon irre, aber es bleibt spannend. Es bleibt spannend und mir macht es gerade richtig Spaß. Durch ihren 6. Platz im letzten Wettkampf haben sie 5.000 Euro gewonnen. Herrlich. Super. Dann geht's jetzt nämlich nach Österreich zum Heimspiel für Stefan Kraft. Ted Danson lächelt. Da bin ich jetzt gespannt, wie die Wetterbedingungen sind, wie wir das schaffen. Da waren jetzt eben ein paar durchwachsene Sprünge dabei. Aber auch dann wieder ein richtig guter. Gerade mit Peter Priots sind wir momentan verdammt gut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Natürlich konzentrieren wir uns jetzt auch mit ihm ganz besonders. Ach, schon wieder Quizshow. Wie nennt man eine politisch oder geschäftlich ruhige Zeit? Ja, saure Gurkenzeit. Politisch oder geschäftlich ruhige Zeit? Ja, saure Gurkenzeit. Okay. Welche Haarfarbe hat der Kobold Pumuckl? Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da. Wo steht die Hochfirstschanze? Die Bergiselschanze? Titisee Neustadt? Ach komm, ich weiß es nicht. Ja, dann Titisee Neustadt. War mir jetzt nicht sicher. Wie viele Sternzeichen unseres Horoskops stellen kein Lebewesen da? Oh, ich gehe jetzt nicht alle durch. Das ist blöd. Ich hasse Sternzeichen. Ergänzen Sie. Der 30. des ersten Durchgangs eines Weltcup-Skispringens beginnt den zweiten Durchgang. Was wurde beim Eiskunstlaufen 1990 abgeschafft? Das Einlaufen, die Kurzkür, die B-Note, die Pflicht? Wer guckt denn Eiskunstlaufen? Naja, okay. Das akzeptieren wir mal so, dass hier auch Eiskunstlauffragen vor allem 1990, da war ich 4. Entschuldigung, da hatte ich gerade einen richtigen Kratzer im Hals. Die Müdigkeit kommt, schaut doch immer mehr rein. Ja, Windbedingungen sind wieder gut. Kaum Wind.
Kasai muss natürlich die Quali machen. Der Mythos der Sicherheitslandung. Auf ewig werden wir daran denken. So, Innsbruck. Gute Landung, guter Sprung. Auf jeden Fall die Führung von Noriaki Kasai. 97,5 Punkte, Meter. 96 Punkte, da lag gar nicht so weit daneben. Immer den Friedhof im Auge in Innsbruck. Das kennt man ja. Was immer sehr schön ist, die Skispringer den Friedhof da sehen. Aber zum Glück ist da, glaube ich, noch nie was ganz Schlimmes passiert. So, Stefan Kraft inzwischen in den Top 15 wieder zurück. Seit Garmisch ist er dort. Jetzt Stefan Kraft beim Heimspiel in der Quali. Der Schanzentisch hier, der liegt mir. Das muss ich einfach sagen. Hoppala. Nur die Landung nicht. Ist wurscht. Habe ich kurz im Moment nicht aufgepasst. 85,5 Punkte reicht trotzdem für die Qualifikation. Ich meine, wir sind vorqualifiziert, aber ich glaube, selbst von der Punktzahl reicht das. Gibt ja auch K.O.-Duelle. Da wollen wir nicht unbedingt gegen die Besten auf Platz 4, trotz Sturz. Also, hier ist was drin für uns. Jetzt aber nochmal, um wieder ein bisschen Sicherheit zu bekommen, eine gute Landung. Und mit Peter Priots wollen wir natürlich jetzt auch schon mal einen guten Sprung machen. Ja, das müsste eigentlich die Führung sein. Weil Innsbruck ist einfach immer so ein ganz anderes Feeling als Garmisch. Garmisch ist so dröge, so langweilig und Innsbruck hat irgendwie was von Party. Weiß auch nicht warum. Bischofshofen mag ich auch sehr gern. So, zweimal die 20, die 19,5. Deutliche Führung. Mal schauen, die Konkurrenz ist ähnlich unterwegs. Ja, sind so ziemlich auf einem Niveau. Stefan Kraft auf 16, Priots auf 3, Noriaki Kasai auf 5. Damit können wir leben. Jetzt schauen wir mal, was die Konkurrenz denn so an Punkten rausholt. 91,8 ist natürlich noch ein Witz. Das haben wir eben mit einer Luke weniger schon geschafft. Hannes Sandefjord hat 86,8 Punkte vorgelegt für Stefan Kraft. Das ist gar nicht mal so wenig. Aber ich würde doch jetzt mal die 100 Punkte anvisieren. Ach, das gibt's doch nicht. Die ganze Zeit hat alles prima geklappt. So ein Mist, 102. Ja, 101,1. Aber ach Mensch, da noch einen guten Absprung. Überhaupt einen Absprung. Sind wir ja einfach über den Schanzentisch drüber gefahren. Mist, da war natürlich viel, viel mehr drin. Der Flug war gut. Absprungkraft 82,4 ins Nichts. Wir gehen trotzdem in Führung, aber da sehen wir es schon. Da ziehen jetzt einige vorbei. 106,9 bedeutet wieder, ja, es ist jetzt keine Welt, die er dort verliert. Das sind 5, 6 Punkte. Aber er macht auch nichts gut. So, Noriaki Kasai. Mit dem vernünftigen Absprung ist die Führung drin. 106,7 Punkte bräuchten wir dafür. Ja. 104,5 Meter, gute Haltungsnoten, 108,6, jawohl. Führung für Noriaki Kasai. Der Kameramann auch gerade wieder einen Flickflack gemacht, 108,6. Anton Wildbach geschlagen, Hans Holgersen geschlagen, aber gut, der war auch nicht unbedingt die Messlatte. Jetzt Peter Breotz im Kampf um den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Meter, 109 Punkte. Yes, nochmal ein bisschen besser als Kasai. 0,4 Punkte. Jawohl, hab gerade echt die Faust geballt. Macht richtig Laune, so knapp da vorne reinzuspringen. So, Günther Specht, der kann uns egal sein. Jana Ahun springt nochmal 5,3 Punkte weiter und wir schauen uns Sven Hannawald an.
der anscheinend jetzt doch ziemlich gut drauf ist. Aber Bischofshofen liegt ihn nicht, ja, das weiß ich. Jetzt habe ich Morin. Ne, Quatsch, mal schauen. Ja, also wir sind auf jeden Fall Dritter und Vierter nach dem ersten Durchgang. Mal schauen, was Sven Hannawald jetzt macht. Absprung war nicht perfekt, aber trotzdem gut. Und er landet Richtung roter Linie. Es müsste also die Führung sein. 110,5, 120,4. Ja, ja, ja. Da hat doch keiner eine Chance dagegen. Ne, da verlieren wir nochmal 11 Punkte. Wir waren vorher mit Peter Prilz relativ gleich auf, aber Stefan Kraft nur auf 12, aber da haben wir den Absprung auch vermasselt. 206,3, das ist kein Thema. Das ist überhaupt kein Thema. Das muss jetzt drin sein für Stefan Kraft. Ich würde sogar sagen Richtung 100, 120 Punkte. Wenn alles perfekt läuft, können wir Richtung 120 Punkte springen. Oh, da war es wieder. Da war es wieder. Perfekter Absprung, zack, zur Seite gerissen. 106,5 nur, 111,7 Punkte. Reicht für die Führung, aber da war mehr drin. Gut zu wissen für unsere beiden Jungs, die noch kommen. Aber da sieht man wahrscheinlich hier auch Balance im Flug, sieht man dann hier. 92,6, das hat es dann, weil er eigentlich die erste Phase des Sprungs war, oder die Vorbereitung des Sprungs war ziemlich gut. So, Führung, Adam Morle springt aber weiter, Matti Hautamäki ebenfalls. Springen jetzt alle weiter, daran sieht man auch, dass da mehr drin war. 225,9. Andi Witthölzel hat sich da nochmal schön nach vorne gearbeitet. Stefan Horngacher, meine ich. Jetzt fällt es mir ein, Stefan Horngacher. Der war doch auch in der Zeit dabei. War der nicht mal entweder Heimtrainer von irgendeinem Deutschen, von Martin Schmidt oder sowas? Ich meine, ja, wurscht. So, Noriaki Kasai im Kampf ums Podest. Sauberer Flug. Sauber, sauber. 107,5. Jetzt bricht mir gleich die Stimme weg. 114,5 Punkte. Ordentlich. Aber es reicht nicht für die Führung. Nee. Aber Platz 2 bedeutet Top 5 für Noriaki Kasai. Auf jeden Fall. So, jetzt kommt es natürlich ganz wichtig drauf an. Was machen wir mit Peter Breutz? Primož Peterka nur 5. 216 Punkte. Natürlich Sven Hannawald werden wir nicht einholen können. Da müssen wir hoffen, dass er in Bischofshofen ein bisschen einbricht. Boah, Landung im letzten Moment. Da habe ich alles rausgekitzelt, was geht. 107,5, leider dann bei den Haltungsnoten verloren. 112 Punkte. Nicht ganz optimal. Guter Sprung, keine Frage, aber Kasai war besser. Und auch der Sprung von Stefan Kraft war nicht ganz schlecht. Aber da sieht man, ja, der war schon ziemlich gut. Balance im Flug war nicht perfekt. Da haben wir ein bisschen an Höhe verloren, direkt nach dem Absprung. Aber ja, es reicht auch nur zu Platz 4. Kasai ist dort vorne. Janne Ahon schenken wir uns. 13 Punkte holt er. Sind 15 Punkte auf Kasai, sind 17 Punkte auf Peter Breutz. Mal schauen, was Sven Hannawald jetzt macht. Also der kann eigentlich hier schon für die Vorentscheidung sorgen bei der Fischhanzentournee. Guter Absprung. Ach herrje, also ist ja... Das ist ja eine eigene Liga, in der der springt. 118 Meter, 132,4. Da holt er wieder 30 Punkte auf Peter Breutz. Stefan Kraft wieder nur 12. Da irgendwie läuft sie hier nicht so richtig bei der Fischhanzentournee. So, da sind wir auf Platz 14, 15, 16. Wir nähern uns langsam wieder oben an. Peter Breutz. Natürlich richtig gut platziert. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Einen Moment. Okay. So, dann schauen wir uns mal die Gesamtwertung an. Da sehen wir, dass Peter Breutz auf Platz 2 ist. Also harter Kampf ums Podium gegen Adam Morlisch, Primož Peterka, Janne Ahon. Die müssen wir uns mal merken. Selbst Kasai hat noch Chancen, dort aufs Podium zu springen. Wird allerdings sehr schwierig. Bischofshofen allerdings eine Chance, die mir eigentlich ganz gut liegt.
Herzlichen Glückwunsch, durch Ihren 6. Platz im letzten Wettkampf haben Sie 5000 gewonnen, Motivation plus 3 und eine Wette gewonnen. Ach, es läuft doch für den Mann. So, Ted Danson ist auch erfreut. Stefan Kraft muss jetzt endlich mal einen raushauen. So geht das nicht. So, und dann geht's zur Entscheidung der Vierschanzentournee. Bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. 131,5 Meter ist der Schanzenrekord. Ist jetzt nicht die Welt und ich hoffe mal, dass die Windbedingungen nicht ganz so schlecht sind. Mal schauen. Sieht jetzt erstmal nicht schlimm aus. Ne, wir haben echt Glück gehabt mit den Windbedingungen. Jetzt erstmal Noriaki Kasai die Sicherheitslandung machen. Ein Sicherheitslando. So, haben wir relativ wenig Witze gerissen, aber dafür ist es sportlich hochwertig, was wir hier machen. Ja, der war gut. Blaue Linie deutlich, deutlich überflogen. 109,5. Gute Haltungsnoten, fast 100 Punkte. Können wir gut mit leben. Sicher qualifiziert. Schauen wir mal an. Start des Landemanövers, aber das mache ich in der Qualifikation ja immer mal. So, da haben wir 14 Punkte Vorsprung auf Matti Hautamäki. Stefan Kraft, wir nehmen alle Sprünge mit. Wie gesagt, K.O.-Duelle. Wir sollten da jetzt nicht hochmütig werden. Wollen nicht gegen die Besten springen. Das haben wir mit Silverin Freund immer gemacht. Da war es aber auch klar, dass wir auf jeden Fall weiterkommen. Auch die Landung war wieder nicht gut. Ja, wie gesagt, das heben wir uns für den Wettkampf auf, dass wir da die letzten Zentimeter rauskitzeln. Das kennt jedermann. Die letzten Zentimeter werden da rausgekitzelt. So, Eilaf Stefan. Um mal abzulenken. So, Peter Prefsch kommt jetzt. Der Mann fürs Podium. Im Kampf um Platz 2. Bei der Vierschanzentournee. Außerdem, wir schauen natürlich mal immer, was Jens Hinterwald sagt schon, was Sven Hannawald so macht. Oh, das war sehr spät gelandet. Das hat man auch gesehen, etwas wackelig. 108 Meter, Haltungsnoten in Ordnung, war jetzt nicht der beste Sprung von Peter Breutz, aber jetzt zählt es ja auch noch nicht. Wir haben uns da eine ganz gute Ausgangsposition, denke ich mal, für den ersten Durchgang geschaffen. Dreifachführung, jetzt kommt die Konkurrenz, Janne Auen springt weiter, alles aber in einem sehr engen Radius. Sven Hannawald schenken wir uns, aber er springt 107,3, bedeutet wohl wirklich, dass das gelaufen ist. Also nach vorne geht nichts mehr, wir werden keine 30 Punkte mehr aufholen. Und Stefan Kraft mal wieder der Schwächste. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil er so klein ist. Inzwischen ist es vielleicht tatsächlich auch ein Nachteil, dass wir ihn so klein gemacht haben. Peter Preutz ist ja ein sehr großer Springer. So, erster Durchgang. Entscheidung der Vierschanzentournee jetzt mit Stefan Kraft in Bischofshofen. Also in der Luft war der aber super. 112 Meter. 2,6 Punkte. Naja, okay. Im Sofa hat er sich super angefühlt. In der Luft hat er sich echt richtig gut angefühlt. Und es klingt zweideutiger, als ich es tatsächlich meine. Gehen wir auf jeden Fall schon mal in Führung. So. Primož Petecký 100,3. Konkurrent ums Podium. Und Adam Morlisch nur 97,7. Das sind jetzt alles keine Hexenwerke. Und die 68,2 im direkten Duell gegen Daniel Gras sowieso nicht. So, auf geht's. Mist.
Da hat man jetzt ein bisschen Verunsicherung bei mir gespürt, habe ich das Gefühl. 112 Meter, 101,6. Ja doch, es war ein guter Sprung, aber ich habe es jetzt selber richtig gemerkt, wie die Denkstube angefangen hat zu arbeiten. Es reicht zu Platz 2, aber es war kein richtig guter Sprung. Da sehen wir, Anton Kaufmann geht vorbei. Noriaki Kasai kommt noch. Gegen Wolfram Lotz sollte kein Problem sein. Ich tippe mal auf Wolfgang Leutzel, oder? Wolfram Lotz. Zu der Zeit war der Leutzel aber, glaube ich, noch relativ schlecht. Boah, wieder sehr verwackelt zur Landung hin. 111 Meter, nee, nee, das war der schlechteste. Naja, bei Noriaki Kasai wäre sowieso nur mit einem absoluten Spitzensprung noch was nach vorne gegangen. So, Janne Ahon springt 109,4, der war auch noch in Schlagdistanz. Markus Holzer springt auf Platz 2. Und Sven Hannawald, den schenken wir uns mal, den schauen wir uns dann an, weil er gewinnt eh 118,6. Das ist, denke ich mal, die Entscheidung bei der Vierschanzentournee. Aber jetzt beginnt der entscheidende Durchgang. Andrej Maljkovic hat im zweiten Durchgang jetzt nochmal einen, also Adam Malisch hat im zweiten Durchgang nochmal einen rausgehauen. 207,3 Punkte. Nicht ganz schlecht, aber das können wir schon schlagen. Also 101 Punkt hatten wir nach dem ersten Durchgang mit unseren Springern zum Teil mit Kasai 98, da müssten wir jetzt also quasi so 112 Punkte holen. 110 sollten eigentlich locker drin sein. Schon wieder die blöde Landung. Irgendwie verwackel ich die Landung hier. Gibt's da nicht. 115,5, ja, die Landung. 106,4 Punkte. Verschenken wir natürlich 4, 5 Punkte bei der Landung. Ärgerlich. Die 110 Punkte wären drin. Irgendjemand ruckelt hier gerade im Haus. Keine Ahnung, was es ist. Ja, dicht dran an Adam Malisch, 207 Punkte. Anton Wildbach springt jetzt nochmal etwas weiter. Jetzt kommt, also ist Primož Peterka, springt 211,5. Jetzt kommt Peter Breos. Jetzt kommt die Entscheidung ums Podium. Okay. Oh Gott. Zu kurz. 113 Meter, gute Haltungsnoten, 105,9. Der war zu kurz, definitiv. Hat sich eigentlich gut angefühlt vom Schanzentisch, auch perfekter Absprung. Ja, da verlieren wir 4 Punkte auf Primož Peterka. Anton Wildbach, Adam Malisch haben wir hinter uns gelassen, 0,2 Punkte. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was das für die Gesamtwertung bedeutet, ob das für Rang 2 noch reicht. Ich glaube fast ja. Ich glaube fast ja. So, Stefan Kraft können wir ganz locker rangehen. Huberle, ja, deswegen geht auch gleich mal verdreht. Aber der war besser. Ich weiß nicht, warum es eben nicht so richtig gut ging. Der ging weiter. 114,5, gute Haltungsnoten, 109,1. Ich weiß nicht, warum das eben nicht so gut ging. Weil eben war es vom Schanzentisch eigentlich perfekt. Hier war es ein bisschen verdreht. 109,1. Führung für Stefan Kraft, Tatsache. Anton Kaufmann springt vorbei. Janne Ahon, stimmt, den habe ich vergessen. Das kann natürlich jetzt nochmal eng werden mit Janne Ahon. Da bin ich jetzt echt gespannt. Sven Hannawald würdigen wir jetzt nochmal. Schauen uns an, wo er landet und vor allem wahrscheinlich der dritte Sieg in Folge. Nur im ersten Springen hat Primož Peterka gewonnen, dieser wunderschöne Sternenhimmel. Ach komm, das ist doch einfach nur unfair. Wie soll man den denn schlagen? 136 Punkte, also bitte. So,
Preutz. 207,5, verliert 13 Punkte für den Gesamtweltcup. 13, 15, 16 weiterhin. Und was reicht das? Platz 4. Nein! Oh, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. 0,3 Punkte gegen Primož Peterka. Boah. Schade, aber 4, 6, 7 finde ich ein gutes Ergebnis. Wir haben ja wirklich, wir springen immer noch mit dem schlechtesten Material, was es gibt. Wir haben nur neue Anzüge gekauft, aber ich glaube auch nur die Nummer 3 oder Nummer 4 bei den Anzügen, damit wir die farblich unterscheiden können, die Springer. Boah, wie ärgerlich. 0,7 Punkte vor Adam Marlisch, 0,3 Punkte hinter Primož Peterka und Janne Ahon ist dann eben doch noch vorbeigezogen. Und Sven Hannawald war in der eigenen Liga. Er hat 80 Punkte Vorsprung auf uns. Aber das war wirklich sehr spannend. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Das war genau dieses Niveau, auf dem man unterwegs sein kann. Wo es auch zum Zuschauen, glaube ich, am meisten Spaß macht. Wo man auch ein bisschen mitfiebert und wo man gerade auch, wenn man selber spielt, auch ein bisschen ins Schwitzen kommt. Das hat man jetzt gesehen. Das war ein bisschen Nervenspiel. Und leider hat es nicht gereicht fürs Podium. Aber Platz 4 ist, denke ich mal, aller Ehren wert. Aller Ehre wert. Da kann ich mit leben und gehe jetzt, denke ich mal, langsam auch ins Bettchen. Nee, hat aber jetzt echt Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen müde war. Ja, leider nur als Vierter. Danke, da gibt es nicht mal laute Musik für. Blöden Dreckschweine. So, dann würde ich mich verabschieden in die Nacht. In der nächsten Folge machen wir Skifliegen. Da behalten wir die Wachsmischung auf jeden Fall mal bei. Macht, glaube ich, auch fast mehr Spaß mit den 100%. Wir wollen jetzt natürlich nicht die ganze Zeit 100% haben, aber so springen wir eigentlich genau vorne um den Sieg mit. Ist vielleicht auch interessanter, als dann zwischen Platz 11 und 19 zu springen. Dann springen wir halt so zwischen Platz 1 und 8 circa. Ist vielleicht auch ganz cool. Und man muss trotzdem das Maximum holen. So, und bevor Peter Priots gleich hier rauskommt, wie bei The Ring, und mich verprügelt, weil ich zu lang laber, würde ich mich verabschieden. Dankeschön fürs Schauen. War eine spannende Folge. Mir hat es, wie gesagt, richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch beim Schauen Spaß gemacht und es war ein bisschen spannend. Und dann sehen wir uns in Vikersund wieder. Bis dann.